Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich auch heute Abend wieder im Kunstmuseum Stuttgart begrüßen. Anlässlich unserer Ausstellung zur Sammlung Klein haben wir eine Begleitveranstaltungsreihe, Künstlergespräche. Und heute Abend, das ist bereits das vorletzte Gespräch in dieser Reihe, Linienbekenntnisse war letztes Mal, heute dann fotografierte Realitäten, genau so war es. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle ganz kurz unseren Moderator vorstellen, Stefan Gronert. Begrüße natürlich sehr herzlich Annette Kelm als Künstlerin und Ann-Kathrin Müller. Die beiden werden Ihnen gleich noch von Stefan Gronert genauer vorgestellt werden. Dr. Stefan Gronert studierte Kunstgeschichte, Pädagogik und Philosophie an der Ruhr-Universität in Bochum und hat 1993 zu den Erasmus-Bildnissen von Hans Holbein, dem Jüngeren, in Bochum promoviert. Er ist seit 2016 Kurator für Fotografie und Medienkunst am Sprengel-Museum in Hannover und war davor seit 1996 Kurator für Gegenwartskunst am Kunstmuseum Bonn, jenem Haus, wo er 1993 auch sein Berufsleben als Volontär begonnen hat. Er hat zahlreiche, viel beachtete Ausstellungen, vor allem auch zum Thema der Fotografie kuratiert. Dazu zählen unter anderem Mit anderen Augen, das Porträt in der zeitgenössischen Fotografie 2016 im Kunstmuseum Bonn, dann Larry Sultan 2013 in Bonn, Jörg Sasse 2005 im Kunstmuseum Bonn, anschließend in Hannover zu sehen und 1999 eine große Ausstellung, die auch Große Illusionen hieß, mit Thomas Demand, Andreas Groski und Edward Ruscher. Ich freue mich auf den Abend und wünsche Ihnen allen spannende Anregungen und übergebe nun das Wort an Stefan Gronert. Ja, schönen Dank für die Vorstellung. Ich bin schon ganz glücklich, die Technik funktioniert. Das ist ja sonst bei Kunstveranstaltungen immer das große Problem. Freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde. Ich hatte schon im Vorgespräch mit Ulrike Groß gesagt, dass mir auch beim Weg hierhin eingefallen ist, dass für mich Stuttgart auch während des Studiums ein ganz wichtiger Ort war für meine eigene Biografie und die Prägung meiner Interessen. Aber ich will jetzt als der Einzige, der nicht aus dieser Region kommt, nicht zu viel den Blick auf mich lenken, sondern auf die beiden Stars des Abends, wenn ich das so sagen darf. Das ist nämlich für die beiden ein Heimspiel und ich weiß gar nicht, wie ich mich entscheiden kann. Ich mache es dann mal alphabetisch. Annette Kelm ist nämlich richtig geborene Stuttgarterin. Zuffenhausen hast du gesagt. Genau, ne? Ja. 1975, das darf man bei Künstlern sagen, auch wenn sie weiblich sind, 1975 dort geboren und auch aufgewachsen zum Studium und dem ganzen Kontext kommen wir vielleicht gleich noch. Und zu meiner Rechten Ann-Kathrin Meyer, die Müller. Ja. Ich hab den Freund Thomas Müller, der das letzte Mal hier gesprochen hat, vorhin schon gesehen und da dachte ich, der Name kann es nicht nochmal sein. Aber nein, Scherz beiseite, die beide in der Sammlung Klein vertreten sind und Ann-Kathrin hat hier unten jetzt auch seit einigen Tagen die Kur. Ja, ich bin, wie Sie gehört haben, geprägt durch die rheinische Zeit. Das kann ich nicht loslassen. Die Frischzelle Nummer 24. Genau. Und Ann-Kathrin ist auch aus der Gegend, also quasi aus einem Vorort von Stuttgart, wenn ich das mal sagen darf. Ich hoffe, bekomme hinterher keine Probleme damit. 1988 nämlich in Nürtingen geboren. Genau. Ist aber auch hier aufgewachsen in Stuttgart. Nee, in Nürtingen tatsächlich. Aber hat zumindest in Stuttgart studiert. Genau, ich habe in Stuttgart studiert. Und zwar sowohl bildende Kunst als auch eine Zeit lang Politikwissenschaften, genau. Was mir auch gleich im Blick auf die Bio aufgefallen ist. Vielleicht nehmen wir das gleich mal als Ansatzpunkt an euch, die Frage zu stellen, Stuttgart.
Wie kann man, ich darf das ja fragen als Nicht-Stuttgarter, wie kommt man da zur Kunst? Wie wird man da groß? Hat man schon von vornherein in Stuttgart eine große Affinität zur bildenden Kunst? Oder lag das an der Schule oder wie das bei mir zum Beispiel war? Wie hast du das empfunden? Also für mich war das Werkstatthaus in Stuttgart ziemlich wichtig. Das ist so eine Art Jugendhaus, in dem man verschiedene Werkstätten hatte. Ich war viel in der Metallwerkstatt, habe da Skulpturen geschweißt, immer nach der Schule. Wie alt warst du da so? Vielleicht so 16 oder 15, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Und naja, die Staatsgalerie war auch schon irgendwie so ein wichtiger Ort oder auch das Künstlerhaus in Stuttgart. Ja, das... Aber es war nichts Exotisches. Also man hatte schon das Gefühl, Kunst spielt hier in der Gesellschaft auch eine Rolle. Gesellschaft eher nicht so, aber es gab halt eher diese Orte, die halt total wichtig für mich jetzt so als Teenager waren oder so als junger Mensch, der nach irgendwas sucht. Und bist du dann auch häufig, du sagtest schon, Staatsgalerie war für mich auch Ende der 80er Jahre ein ganz großes Ding. Bist du häufig in Ausstellungen hier gegangen? Na, am Anfang war es eher so, weil ich an dem Katharina-Stift, da war ich auf dem Gymnasium und im Kunst-LK sind wir eben oft drüber und wir hatten einen ganz tollen Kunstlehrer, der auch ziemlich anarchistisch war und auch oft dann gesagt hat, okay, wir gehen heute in die Staatsgalerie, ihr geht schon mal vor. Und der kam dann einfach nicht. Also, das war aber irgendwie toll, weil man dann so alleine war mit diesen Kunstwerken und es gab auch keinen, der eben die Arbeiten erklärt hat, sondern man war da und hat teilweise, ist man natürlich ein bisschen früher gegangen, aber... Ja, aber der Lehrer, also die Schule als Ausbildungsort war schon auch ganz wichtig, um... Ja, eigentlich war die Ausbildung eher... hinderlich, also eher, also jetzt in Stuttgart vielleicht, außer dass es ja im Werkstatthaus war, es keine wirkliche Ausbildung, sondern es war einfach offene Räume, in denen man einfach machen konnte, was man wollte. War es in Nürtingen besser? Gute Frage. Ich war in Nürtingen in der Jugendkunstschule und also von, glaube ich, 7 Jahre an bis zum Abitur eigentlich. Und da waren eben einige der Dozenten ehemalige AK-Studenten oder Studentinnen, die da irgendwie immer, die glaube ich auch so in den 80er Jahren studiert haben, frühen 90ern. Und die waren eigentlich immer so total empathisch mit der AK und haben da so davon geschwärmt und waren da mit so einem Herzblut irgendwie dabei, eher so Bildhauer. Und das war dann für mich irgendwie so dieses Ding, dass ich gesagt habe, okay, dann gehe ich da auch mal hin. Ne? Und ansonsten, klar, Nürtingen ist natürlich nicht weit weg von Stuttgart. Es gab dann mit den Eltern immer die obligatorischen Besuche in der Staatsgalerie. Und dann, als das Kunstmuseum hier eröffnet wurde, bin ich dann schon selber hingefahren. Und dann natürlich auch die ganzen Sachen wie Schauspiel, Kinderopern und solche Sachen. Ne? Für dich war ja Stuttgart auch ziemlich entscheidend, oder, in deiner Karriere oder Lauf? Ja, ich bin mit einer Gruppe von Studierenden öfter mal hier hingefahren und ich habe es auch vorhin schon Ulrike erzählt, also es gab einen Stuttgarter Künstler, der also jetzt auch noch die Brücke zur dritten Institution schlägt, die es ja hier gibt, die ganz wichtig für moderne und zeitgenössische Kunst ist, nämlich der Kunstverein, wo Platino ja heute der Vorstandsvorsitzende ist und bei dem bin ich Ende der 80er Jahre häufig im Atelier gewesen und habe dann auch gelernt, dass man eigentlich ein Foto genauso angucken kann wie andere Bilder, auch Malereien und bei dem hat man ja ein sehr starkes Verhältnis von Verknüpfung und auch Verschlingung zwischen Malerei, Fotografie, Raumkunst, das sind sicher Stichworte, die uns auch den ganzen Abend noch begleiten werden. Und von daher habe ich mir auch hier immer viele Ausstellungen angeguckt. Also das war, und ganz entscheidend war dann sicher auch in der Staatsgalerie 1989 die Ausstellung zum 150-jährigen Jubiläum der Fotografie. Da ist für mich einfach eine Welt aufgegangen. Da war so viel, was ich nicht kannte und ich toll fand, dass ich gedacht habe, wow, da musst du am Ball bleiben. Und ja, das ist auch so gelungen. Du hast es aber gerade so mit der Schule ein bisschen distanziert berichtet.
Aber die praktische Tätigkeit, die hast du hervorgehoben. War das allein Motivation für dich schon, auch an die Akademie zu gehen hier? Naja, ich habe ja in Hamburg studiert, an der Kunstakademie. Mhm. Und was da eigentlich ziemlich toll war, dass man gleich von Anfang an so als Künstlerpersönlichkeit ernst genommen wurde. Und du wolltest betonterweise auch nicht in Stuttgart studieren? Ja, also ich hatte mir schon Hamburg ausgesucht. Obwohl das Wetter da immer so schlecht ist. Naja, das Wetter hat da weniger eine Rolle gespielt. Gute Dozenten. Na, die kannte ich natürlich gar nicht, aber ich glaube, Stuttgart war mir damals auch so ein bisschen zu klassisch oder so. Also, und ich wollte natürlich auch weg, also aus, ich wollte einfach in eine andere Stadt. Von Nürtingen nach Stuttgart ist aber keine große andere eher, Stadt. Eher so ein kleinerer Schritt, ja. Ich glaube, bei mir war es auch zunächst so, dass ich eben ja auch Kunsterziehung studiert habe und ich wusste eben, dass das an der Akademie in Stuttgart ganz interessant ist, dass eben das künstlerische Lehramt, dass man da eben auch als eine Künstlerpersönlichkeit wahrgenommen wurde und nicht sofort in die Pädagogikschiene reingedrückt wurde. Und ich glaube, deswegen war Stuttgart für mich so ein ganz wichtiger Ort, zu sagen, okay, ich mache das, weil das, glaube ich, in anderen Bundesländern eben auch anders geregelt ist. Da geht man gleich an eine pädagogische Hochschule. Und ich wollte aber, oder mir war ganz wichtig, eben auch diese, eigentlich vordergründig diese künstlerische Ausbildung und weniger dieses pädagogische. Und das war eben mein Start. Und dann aber die Möglichkeit, trotzdem noch an der Uni ein wissenschaftliches Fach zu studieren. Und wie kam es da zur Politikwissenschaft? Ja, ich habe zunächst Französisch studiert und das war dann aber, weil ich irgendwie dachte, das liegt dann irgendwie der Kunst auch näher. Es war dann aber irgendwie so ein bisschen schwierig und nicht wirklich interessant. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass es mir viel mehr irgendwie ums Sprechen über Dinge geht und dass mich Theorien interessieren. Und dann dachte ich, naja, wie ist das dann? Jetzt bin ich in Stuttgart, da ist aber der Politikwissenschaftsstudiengang total empirisch ausgelegt. Irgendwie müsste ich da dafür wieder in eine andere Stadt gehen. Und dann habe ich auch gesagt, nee, ich bleibe jetzt in Stuttgart und wage mich wirklich auch in diese total empirische Schiene und habe das dann gemacht, was dann super interessant war, weil ich dann bei einer Professorin war, die total offen war und ich habe ganz viel eigentlich zu Bildern gearbeitet, also Bildberichterstattung und habe dann eigentlich das, was ich dann dort mitgenommen habe, wieder auf den Umgang mit Bildern in meiner fotografischen Arbeit eigentlich so zurückübertragen können oder dass irgendwie auch diese Denke irgendwie anwenden können, auch so eine Systematik. Etwas, was, wenn ich das jetzt mal so plakativ in den Raum werfen darf, und wir kommen sicher gleich auch noch darauf zurück, sich für mich jedenfalls auch in deinem Werk gewisserweise auch erkennen lässt. Hoffentlich. Eine HBK in Hamburg studierend, die HBK kenne ich als einen von der Uni zum Beispiel völlig abgeschlossenen oder entfernten Raum in Hamburg. Du willst gleich erwidern? Nee, mich interessiert nur, was du, was du sagst. Du bist dann nach dem Studium direkt nach Berlin gegangen, wo du heute wohnst, oder wie ist das mit dem, Ja, relativ direkt eigentlich so mit Anfang 20. So. Weil damals Berlin, und es ist heute immer noch so attraktiv, anziehungsstark für Künstler. Na, da hatte ich mich schon auch beworben, also ich hatte mich auch in Berlin, Hamburg beworben, und da wurde mir aber mangelndes Abstraktionsvermögen bescheinigt, von daher hatte ich keine andere Wahl. Also. Was sich aber auch als gut herausgestellt hat. Wie würdest du jetzt als von außen Betrachtende auf Stuttgart heute blickend die Lage hier in Stuttgart charakterisieren? Oh je, das wage ich mir nicht anzumaßen. Okay, also, dann lassen wir das. Na, ich freue mich immer, dass es gibt halt immer gute Ausstellungen, die ich auch immer gerne, wenn ich zu Besuch bin, anschaue. Und ich komme nach wie vor gerne zurück. Und als Hierseinende, wie würdest du das Klima, die Situation hier charakterisieren? Schwierig, das überhaupt so auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, wenn man, und ich komme ja irgendwie schon, oder ich würde mich ja immer noch in das erweiterte Akademiefeld einordnen, und da würde ich sagen, es ist ein sehr ruhiger Ort, also es ist kein aufgeregter Ort, weil
eben die Schlaglichter irgendwie in Düsseldorf, Hamburg, Berlin und Leipzig sind, dann auch oder in Frankfurt. Und Stuttgart ist da so ein bisschen entrückt, aber ich glaube, es ist ganz gut, um sich vielleicht auch in so einer Stille irgendwie zu entwickeln, ohne großen Druck, ohne große mediale Aufmerksamkeit. Das kann man auch negativ sehen. Ich glaube, das hat aber auch was Positives, einfach um sich selber zu entwickeln und wirklich überhaupt erst an einen Punkt zu kommen. Ich glaube, dann muss man schon irgendwie gucken, dass man auch rausgeht. Aber dennoch ist für mich Stuttgart auch, ich habe ja auch einen Architekturbezug, ist, glaube ich, Stuttgart wirklich auch so eine ganz interessante Stadt, weil da eben dann auch doch ganz viel zusammenkommt, was man auf den ersten Moment gar nicht so richtig sieht, also Architektur, dann diese Kunstinstitution, über die wir gerade sprachen, aber dann auch das Schauspielhaus, was ich auch als sehr, sehr wichtig für Stuttgart erachte. Ja, also das kann ich auch nur bestätigen. Also nicht, dass ich den Stuttgartern hier jetzt einen Rosenkranz oder wie man so sagt, flechten muss, aber ich würde deinen Eindruck auch bestätigen. Von außen betrachtet sehe ich es auch als eher einen ruhigen Ort an. Es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass der Kunstmarkt hier nicht so etabliert ist. Es hat auch wirklich Vorteile, finde ich immer wieder. Also sprich, es gibt nicht sehr, sehr viele Galerien hier. Die ganz wenigen, die sind dann aber auch meistens ganz gut. Man hat als großen Vorteil hier im Gegensatz zu den Orten, wo ich in den letzten Jahren gelebt habe und noch lebe, eine Kunstakademie. Das ist eine wichtige Institution. Die ist jetzt vielleicht im Hinblick auf Fotografie auch nicht so legendär. Nee. Ricarda Rogan ist, glaube ich, auch erst seit ein paar Jahren. Seit 2013. 2013. Ja. Da gibt es sicherlich noch Potenzial nach oben, aber ich würde auch sagen, die Kunstinstitutionen, die sind hier schon sehr bemerkenswert und überregional wirklich doll. Und anknüpfend an das, was du sagtest mit der Architektur, das kann man bei den Kunstinstitutionen sehen. Ich sagte gerade schon zu Ulrike Groß, ich finde es immer wieder toll, hier in das Haus zu kommen. Es ist einfach auch sehr schöne Architektur, sehr schöne Räume hat. Die Staatsgalerie ist auch ein ganz bemerkenswertes architektonisches Modell, was da steht, und natürlich die Weißenhof-Siedlung, die ich mir nicht jedes Mal angucke, aber wenn man sie sieht, das ist schon auch ein Markstein der Architekturgeschichte. So viel vielleicht zur Einleitung, Lobeshymne oder wie auch immer kritische Besichtigung von Stuttgart. Jetzt vielleicht ein bisschen zu eurem Werk. Es ist natürlich immer schwer, also für uns vielleicht noch weniger, aber für Sie am schwersten, über Dinge zu reden, die man jetzt nicht vor Ort sehen kann. Ich gehe einfach davon aus, dass Sie sich in der Sammlung Klein bzw. Frischzellenkur wäre eigentlich ein ganz guter Begriff für die Zukunft bei der Frischzelle, die Arbeiten von Ann-Kathrin auch angeschaut haben. Ich wage einmal zwei, drei plakative Schlagworte, Stichwortsätze zu dem jeweiligen Werk von euch beiden und stelle euch dann eine Frage und dann könnt ihr ja gucken, ob ihr damit konform geht oder meine Provokation produktiv aufnehmt. Zu dir, Annette, dein Werk kenne ich ja schon ziemlich lange. Also ich glaube, beim ersten Auftritt auf der Art Cologne habe ich es schon gesehen, ist mir aufgefallen dadurch, dass du dich interessiert hast, und das tust du, glaube ich, heute immer noch, jedenfalls würde ein Kunsthistoriker das so darstellen, für die klassischen Kategorien, nicht zu sagen Gattungen, Stillleben und Porträt. Deine Position ist jedenfalls sehr stark kontrastierend zu einem Verständnis von Fotografie, das den Moment, die Ereignishaftigkeit in den Vordergrund stellt, wie das jetzt zum Beispiel Cartier-Bresson als Theoretiker machen würde. Du hast auch keine, ja, das, sowas würde man eigentlich zum Beispiel bei Crutzen sehen, so eine Position, die du eben nicht vertrittst. Was ich ganz interessant finde, es zeigt sich hier sehr deutlich in der Ausstellung der Sammlung Klein. Du arbeitest mit mehrteiligen Sachen, häufig, aber ich würde sagen fast überwiegend,
oder zu zwei Drittel. Machst du aber auch, baust du auf Einzelarbeiten auf. Das ist etwas, was für mich der erste Zugang war zu deinem Werk und den ich auch heute noch sehr schätze. Und insgesamt sind es häufig, arbeitest du häufig, kommst du häufig zu Bildern, die auf den ersten Blick ganz simpel aussehen, aber dann doch dazu führen, dass man sich das Bild ganz genau anguckt und dass man sich eigene Gedanken macht und man sich häufig die Frage stellt, gibt es da ein Konzept hinter? Das war, glaube ich, eine der ersten Fragen, die ich dir gestellt habe, die du dann gleich verneint hast. Und ich bin gespannt, ob du das wieder machst. Also das waren jetzt ein bisschen viele Fragen auf einmal. Die können wir dann gleich noch ausführen. Aber der Punkt mit dem, was ich mir als Stichwort Denkbilder aufgeschrieben habe, ist eigentlich der Link, und wir müssen ja fragen, was machen wir hier zu dritt zusammen? Denkbilder. Naja, ich versuche eher durch die Bilder, durch die Bilder zu denken oder ja. Gedanken zu formulieren mit den Bildern. Also. Deine Gedanken? Ja, meine Gedanken, oder ich meine, ich gehe durch die Straßen, ich lese Texte, ich schaue mir andere Kunst an oder auch keine Kunstausstellung und das fließt dann alles ein, auch jetzt vielleicht Kunsttheorie und Geschichte der Fotografie. Und ich versuche halt meine Arbeit, mein Werk halt ziemlich offen zu halten, also viele Bezüge zu haben und auch jetzt zum Beispiel nicht irgendwas zu illustrieren, sondern die Bilder sollen für sich stehen. Und man kann ein Bild nicht auf einen Begriff bringen? Nee, weil ich mache ja Bilder oder ich drücke mich in Bildern aus, weil ich das zum Beispiel nicht in Texten mache. Also es gibt ja einen Grund, warum ich Bilder mache. Bei dir ist es ja ein bisschen anders. Also ich würde sagen, du machst auch sowas wie Denkbilder, aber du führst häufig mehrere Bilder zu Konstellationen von Bildern, die auch einen sehr starken textlichen Bezug haben. Ich würde sagen, die Ausstellungen zeigen, dass sie es nicht haben müssen. Darüber könnte man nochmal debattieren. Aber im Unterschied jetzt zu den Arbeiten von Annette haben die Bilder ein sehr stark narratives Potenzial. Ja. Sie wollen eine Erzählung quasi beim Betrachter provozieren und ist es richtig, dass man sagen kann, sie rechnen auch mit einer gewissen Unsicherheit des Betrachters, weil der eigentlich gar nicht weiß, wo steige ich jetzt ein und wie geht es jetzt weiter? Das sind so meine ersten Erfahrungen gewesen im Umgang mit deinen Bildern. Ja, ich glaube auch, also dass es tatsächlich wirklich um so ein Sprechen mit und in Bildern geht und dass es schon um sowas, also dass Narration ein ganz wesentlicher Punkt ist, aber eben eigentlich auch nicht so eine nicht eine klare Narration, sondern eine Einladung eigentlich, da eine Narration drin zu sehen. Aber ich glaube, ich würde es auch ein bisschen so ähnlich wie Annette sagen, schlussendlich habe ja nicht nur ich Bilder im Kopf als Künstlerin oder habe ich einen riesen Karren an Bildern, die ich irgendwie durch mein Leben ziehe, sondern die Besucher oder Betrachterinnen ja auch. Und schlussendlich ist es ja auch das, dass die eben damit herkommen, sich vor dieses Bild stellen, das mitbringen und dann in diesen Bildern und auch Bildkonstellationen Geschichten, Erzählungen entdecken können, aber es eigentlich im Nachhinein offen bleibt, um was es schlussendlich geht. Ich glaube, das ist mir sehr wichtig, dann auch so eine Offenheit und nicht so eine klare Erzählung. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass man eine Serie von links nach rechts lesen müsste, sondern die ist immer wie würde man sagen, multidirektional lesbar oder multidimensional auch. Würde für deine Bilder in Serien, die ja auch gerade in der Sammlung Klein vertreten sind, auch gelten, oder? Oder die Lesbarkeit von links nach rechts? Ich würde sagen, bei mir würde eher die Lesbarkeit von links nach rechts gehen, weil man ja auch so Bücher liest oder ich gehe eigentlich auch immer eher linear durch Ausstellungen.
Und die in die Reihenfolge liegt dann auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 fest. Ja, die. Steht auf der Rückseite. Welche Rolle. Obwohl ich die auch immer mal wieder ändere. Also. Ja? Welche Rolle spielt dann der Aspekt Text, den hatten wir gerade schon, für dich der Titel? Bei manchen Bildern spielt er eine große Rolle, weil es halt so eine zusätzliche Information bietet, auch gerade bei Bildern, die eher recherchebasiert sind. Zum Beispiel habe ich im Technikmuseum in München so einen Jacquard-Webstuhl fotografiert, der noch mit Lochkartentechnik funktioniert. Und da ist halt diese Info wichtig, finde ich, dass es halt dieser Webstuhl ist. Und oder den ersten Computer Zuse 1 von 1938. Und da habe ich halt dieses Element fotografiert, wo so eine Lochkarte zu sehen ist. Das ist schon irgendwie wichtig, diesen Hinweis zu geben. Hier Lucy. Deswegen auch nur der Vorname, weil sie spielt eher nur eine Rolle. Also ich wollte es jetzt nicht untitled lassen, aber die Person spielt im Prinzip keine Rolle. Also mir ist halt dieser Modellcharakter wichtig, der Person, also im Prinzip auch austauschbar. Aber ich nehme dann keine professionellen Modelle, sondern fotografiere meistens Freunde. Und gerade bei Lucy ist mir eins aufgefallen, ich habe die Arbeit vorher noch nie im Original gesehen, dass du in der Arbeit mit Farbe und Schwarz-Weiß wechselst. Das ist ziemlich... Meinst du in der Technik oder innerhalb des Bildes? Innerhalb der verschiedenen Arbeiten, ja. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Also eins ist farbig, dann kommt ein Schwarz-Weißes. Nee, das war die andere Arbeit, die auch in der Sammlung klein ist, aber die hier nicht ausgestellt ist. Das war Michaela Coffee Break. Ja. Michaela, ja genau. Ja. Das ist relativ ungewöhnlich. Ja, das waren in dem Fall fotografierte Polaroids. Da hatte ich eben so 4x5 Inch Polaroids, Farbe und Schwarz-Weiß dann wieder abfotografiert. Aber ansonsten ist für dich eigentlich Farbigkeit, Farbfotografie ein ganz entscheidendes Kriterium, oder? Ja, also ich fotografiere nur in Farbe und aber das hat sich eher so ergeben. Also ich könnte jetzt auch Skulpturen machen oder in irgendeinem anderen Medium arbeiten. Das hat sich eher so ergeben, dass das. War das im Studium schon so, dass es eine Selbstverständlichkeit hatte? Farbe? Ja, das hat sich ziemlich schnell herausgestellt. Als ich in Hamburg auch studiert habe, war es eben so, dass Schwarz-Weiß-Fotografie war halt eher so Kunstfotografie und ich glaube, durch diese Autorenfotografie der 70er Jahre war irgendwie immer noch diese Atmosphäre da und Farbe war dann gleich Werbung, also es war, aber mir war das irgendwie egal, mir war auch eigentlich egal, mache ich jetzt Kunst oder nicht, ich habe einfach meine Sachen gemacht und das... Und du machst kategorisch Schwarz-Weiß. Ja, stimmt. Ich habe während dem Studium, also ich habe mich interessanterweise an der Akademie mit Schwarz-Weiß-Arbeiten beworben, habe dann aber während dem Studium eigentlich Schwarz-Weiß gar nicht so richtig fotografiert und eigentlich eher Farbe, digital sogar. Und dann habe ich eigentlich am Ende vom Studium eigentlich zu meiner Abschlussarbeit hin angefangen, Schwarz-Weiß zu fotografieren, eigentlich, weil ich angefangen habe, mich ganz stark mit Architekturfotografie aus den 20ern zu beschäftigen und die war einfach schwarz-weiß und darüber kam ich dann irgendwie an die Fotowerkstatt, habe gemeint, oh, ich möchte eine adäquate Technik ausprobieren, dann wurde mir eine bestimmte Kamera gegeben und dann habe ich halt angefangen ins Schwarz-Weiß-Labor zu gehen und an der Akademie ist es so, dass das Labor in der freien Kunst eigentlich vor allem schwarz-weiß war, da gab es gar nicht so richtig die Möglichkeit mit Farbe zu arbeiten, dann kam irgendwann diese Farbmaschine, da habe ich dann auch ein bisschen angefangen, dann ging die aber immer kaputt und also es sind dann auch irgendwie so Zufälle und dann bin ich irgendwann einfach beim Schwarz-Weiß geblieben und kann aber auch nicht sagen, warum. Vielleicht mache ich irgendwann Farbarbeiten, möglicherweise, aber momentan bin ich beim Schwarz-Weiß und denke, bleibe ich auch erstmal noch. Stichwort Abstraktion. Schwarz-Weiß hat ja eine unheimlich abstrahierende Dimension, wo lineare Aspekte eine sehr große Rolle spielen. Ich finde es heute schon wieder auffällig, wenn man Schwarz-Weiß fotografiert. Eine Zeit lang war es ungewöhnlich, wenn man farbig fotografiert hat.
Das ist ja auch erst ein Phänomen, was seit den ausgehenden 70er Jahren überhaupt erst möglich war, künstlerisch mit Farbe zu fotografieren. Aber dann gerade auch durch den Boom der deutschen, sprich der Düsseldorfer Fotografie, ist das ja absolut en vogue geworden, farbig zu fotografieren. Und dann ist es schon wiederum erstaunlich, wenn jemand schwarz-weiß fotografiert. Ja, ich glaube, also es war dann auch tatsächlich, als ich Abschluss gemacht habe, auch an der Akademie relativ speziell, also dass ich dann auch irgendwie wirklich nur 50, 60 Silber-Gelatine-Handabzüge gezeigt habe. Das wurde da als sehr sperrig und starr auch wahrgenommen. Ich glaube, für mich ist es so, dass es, auch wenn ich das Farbige an sich nie ausschließen würde, dass es, glaube ich, im Moment eben gerade dieser Abstraktionsprozess, dass es das ist, dass es auch eine ganz starke Beruhigung und Zurücknehmung ist. Also, dass man auch wirklich irgendwie so eine Art Filter über vielleicht auch so eine unruhige Welt legt, die irgendwie so ein bisschen beruhigt. Und dann ist es auch so, dass ich mich ganz stark eben auch für Zeichnungen, Kompositionen interessiere, und da liegt es natürlich vielleicht auch in gewisser Weise nahe, dass man dann zu so einem Mittel greift. Jetzt bei dir ist eben die Farbigkeit ganz entscheidend. Denkst du, das hat auch mit den Motiven zu tun, die du fotografierst? Weil ich sag mal, bei dem, was ich jetzt mal Lachs Stillleben nennen möchte, an der Kategorie, über die Kategorie könnte man auch nachdenken, ob diese überhaupt angemessen ist, geht es aber doch sehr stark um Sachfotografie. Es sind Dinge, die man wiedererkennen kann, die man bisweilen aus seinem Alltag kennt, manchmal verfremdet, aber es sind Dinge, ja, die kennt man, und deswegen müssen sie auch farbig sein. Könnte man das so sagen? Nee, ist eher so, dass es mir einfach Spaß macht, also in Farbe zu arbeiten. Und ich, also für mich war eher Schwarz-Weiß, hatte halt diesen Kunstfotografie- oder dokumentaristischen Touch, den ich jetzt für mich selber nicht mochte. Das hatte aber wahrscheinlich auch viel mit der Schule zu tun, weil alle haben halt so Büsche in Schwarz-Weiß fotografiert, und dann war irgendwie klar, das ist, also ich habe mir auch viel Werbefotografie jetzt zum Beispiel angeguckt von Heuningen Hühne und Horst P. Horst und so aus den 20er, 30er Jahren. Das war jetzt auch alles schwarz-weiß, aber ich hab auch immer viel ganz andere Sachen, ganz andere Sachen angeschaut als Und jetzt. Die Frage Farbe schwarz-weiß ist schon ein Aspekt, der sich mit der Technik beschäftigt. Pure Technik an sich, ehrlich gesagt, interessiert mich immer nur am Rande. Ich finde, die Technik muss immer ein Mittel zum Zweck sein. Aber hast du zum Beispiel auch verschiedene Techniken, also meinetwegen Ziberchrom oder im Verhältnis zum C-Print oder auch Leuchtkasten oder so, hast du das alles mal im Hinblick auf die Intensität der Farbigkeiten probiert, oder war das eigentlich das konventionelle, der konventionelle C-Print oder heute eher Inkjet-Print für dich ausreichend? Naja, Schwarz-Weiß habe ich natürlich am Anfang ausprobiert, und Farblabor gab es halt bei uns auch keins. Ich war dann an der Fachhochschule, die war nebenan, da war ich dann, weil Freunde dort studiert haben, bei Hans Hansen, das war ein Werbefotograf, oder ist ein Werbefotograf, ein ganz bekannter. Da habe ich so heimlich mitstudiert und bin dann morgens immer ins Labor, wo sonst keiner hin wollte. Ja. Was ich natürlich gerne ausprobiert hätte, wäre Dye Transfer. Ja. Aber ansonsten war ich recht zufrieden mit dem ganz normalen C-Print. Aber es war halt wichtig, den selber zu machen, weil man eben die Farben ganz gut steuern kann. Und heute machst du aber auch Inkjet-Prints. Ja, also seit ungefähr einem Jahr mache ich in der Hauptsache Inkjet. Wie ist es mit der Farbigkeit? Würdest du es gleich sehen, oder ist die Intensität noch stärker dabei? Na, vielleicht minimal stärker, aber ich versuche das schon immer so zu machen, dass es ziemlich gut zusammengeht. Jetzt zum Beispiel bei meiner Ausstellung bei Johann König letztes Jahr, da hatte ich die Bilder gemischt, also Inkjet und C-Print, und also ist eigentlich niemand aufgefallen. Inkjet ist ja eine Technik, die ich jetzt auch bei einigen Künstlern im Atelier sehe, die machen es dann selber, weil sie dann nicht mehr ins Labor gehen. Das ist jetzt aber für dich jetzt nicht das Thema. Na, für mich war eher so ein Thema, umzustellen von analog auch auf digital, weil
weil es dann anfing, dass es so thematisiert wurde, dass ich jetzt, genau, es gab einen Text auch von Kirsty Bell, der war überschrieben mit Analog Encounters. Und da dachte ich, okay, jetzt sollte ich vielleicht mal überlegen zu wechseln, weil sonst ist man, das wird dann irgendwann so wie Lithografie oder Siebdruck und man wird dann in so eine Ecke gestellt. Ich hatte das eher so eigentlich bis letztes Jahr noch alles analog gemacht, weil es für mich funktioniert hat, aber nicht aus irgendwelchen ideologischen Gründen. Also eigentlich die Unterscheidung zwischen analog oder digital ist eigentlich für dich nicht so interessant. Eigentlich nicht, nee. Wie siehst du das? Du hast es vorhin hast das gesagt, dass du auch mal digital gearbeitet hast. Ja. Und für viele Leute ist es ja heute echt eine Glaubensfrage. Ja, also glaube ich auch. Ich kenne viele Kollegen, die denen stellen sich die Nackenhaare hoch, wenn sie digital entstandene Fotografie sehen. Ja. Ich glaube, dass beides seine Berechtigung hat und dass beides eben damit zusammenhängt, welche Intention man hat und dass es beides deswegen auch richtig sein kann. Bei mir ist es so, ich habe mich dann halt irgendwie bewusst für die Schwarz-Weiß-Fotografie entschieden, weil ich eben diese Arbeit zur Architektur machen wollte und weil ich dieses adäquate Mittel dafür wollte, eben ein Mittelformat und dann eine Großformatkamera. Und dann ist es ja so, dass man theoretisch natürlich die Negative auch digitalisieren kann und dann lässt man die raus und dann hat man eben digitalen Silber-Gelatine-Abzug oder man kann dann wieder digitale Negative erstellen, die dann wieder in den Silber-Gelatine-Handabzug gehen. Irgendwie ist es aber so, dass ich das Gefühl hatte, dass es das nicht ist für mich jetzt persönlich. Und ich bin deswegen momentan immer noch dabei und möchte das auch aufs Erste eigentlich wirklich beibehalten. Mir ist es sehr, sehr wichtig, wirklich komplett analog zu arbeiten, wirklich bis zur Großvergrößerung, die dann wirklich auch quasi von Hand gemacht wird, wo dann von Hand jemand abwedelt und was mit einer Säure rausätzt, wenn irgendwas blöd ist oder was auch immer. Ja, also ich glaube, das ist mir persönlich schon sehr wichtig und ich glaube auch, dass es bei Schwarz-Weiß-Arbeiten, ich glaube bei farbigen sieht man das nicht so stark, wenn es digital ist, aber ich glaube bei Schwarz-Weiß, da bin ich, vielleicht ist es auch schon ideologisch, aber ich bin davon überzeugt, dass das Schwarz tatsächlich auf einem Inkjet-Print, dass es nicht so tief sein kann, wie wenn es aus der fotografischen Schicht aus einem Baryt-Papier eigentlich so rauskommt, weil es immer irgendwie so eine echt nur eine aufgetragene Schicht ist, wenn es ein Inkjet-Print ist beispielsweise. Das vermittelt mir den Eindruck, dass du bei der Produktion auch immer dabei bist, ja. Oder machst du es selber? Nee, also ich mache es nicht ganz selber. Es ist so, ich habe bis vor kurzem noch die ganzen Filme auch selber entwickelt, habe dann aber gemerkt, dass mir das in manchen Situationen zu heikel ist, dass es besser ist, wenn ich das wirklich auch in ein Labor gebe, wo wir dann auch wirklich das auswerten können. Ich arbeite immer quasi, ich nehme immer oder mache im Idealfall jedes Bild doppelt, das heißt, es wird der erste Film entwickelt, dann schauen wir, wie sieht es aus und dann wird der zweite Film entwickelt, dann können noch Anpassungen gemacht werden, dann nehme ich das ganze Zeug zu mir und dann gehe ich eigentlich jetzt seit diesem Jahr, seit ich auch nicht mehr an der Akademie bin, gehe ich in das Labor im Künstlerhaus, das sehr gut auch ausgestattet ist, wo man auch noch mit dem Kondensorvergrößerer arbeiten kann, auch bis zu relativ großen Größen und dann mache ich eigentlich kleine Abzüge, also so A4 bis A3 und mit denen gehe ich dann wieder zurück in das Großlabor und da gibt es dann einen Laboranten, mit dem ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren zusammenarbeite, der macht auch nur Schwarz-Weiß und der macht dann schlussendlich die Großvergrößerung, also ich darf nicht mit ihm in die Dunkelkammer, das ist sein Reich, aber ich bin dann eben immer im engen Kontakt und wir stimmen uns dann ab, aber dort entstehen dann die ganz großen Vergrößerungen. Größe finde ich auch mal ein ganz wichtiges Stichwort. Wie findest du deine Größen von den Bildern? Ach, ich versuche immer so eine Größe zu finden, die für mich so stimmt, so vom Körperbezug oder. Also, probierst du dann auch aus in verschiedenen Größen? Ja, ich habe jetzt zum Beispiel, also mir ist auch immer wichtig, dass ich früher habe ich halt die Tests immer selber gemacht im Analoglabor, also in allen Größen durchgetestet, dann mit nach Hause genommen, an die Wand geklebt, mal montags, wenn die Galerie zu hatte, an die Wand genagelt, immer irgendwie an allen Orten ausprobiert. Und aber es gibt jetzt nicht so
diese klare Vorgabe, naja, das muss jetzt eins zu eins sein oder so, die Gegenstände. Ach so, ja, bei den Gegenständen ist es natürlich auch immer, spielt eine Rolle, ist der, also ist das Bild gleich groß wie der Gegenstand oder ist es größer oder kleiner, das macht einen riesen Unterschied. Also, ja. Das ist auch immer eine Entscheidung. Aber diese verschiedenen Aber da gibt es jetzt keine dogmatische Entscheidung, dass es immer lebensgroß sein muss oder also immer. Setzt es gezielt ein. Das ist dann immer von Bild zu Bild unterschiedlich. Und bei dir ist es ja auch sehr auffällig, auch unten in der Ausstellung, dass die Größen der Bilder variieren. Ich muss sagen, ich war auch erst völlig irritiert und habe gedacht, wie kommt es jetzt zu der Größe und wie zu der? Wie findest du die richtige Größe? Das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach zu beantworten. Also es gibt keine Formel, dass man sagen könnte, dass es jetzt maßstabsgetreu sein müsste oder irgendwie 50% kleiner. Das ist auch eher, glaube ich, so ein Gefühl, ab wann ist auch was zu dominant, aber ab wann ist auch überhaupt ein Bild erst ein Bild, wann funktioniert es als ein Bild, wann ist es auch präsent und sagt, hallo, ich bin jetzt hier und will angeschaut werden. Und dann ist es so, dass ich also eigentlich immer auch mit einem Modell arbeite im Vorfeld. Also ich habe dann teilweise Räume im 1:10 oder 1:20 Maßstab, die habe ich mir ausgedacht, die ich als ideal empfinde. Da gucke ich mal, hänge ich mal kleine Bilder rein und da kann ich dann auch maßstabsgetreu dann gucken, was ist vielleicht zu groß, was ist zu klein. Und dann ist es natürlich so, dass ich dann jeweils für die Ausstellung eigentlich auch mir immer ein Modell im Maßstab 1:20 des jeweiligen Ausstellungsraums baue. Also es gibt auch ein quasi Frischzellenmodell im Maßstab 1:20, das wird dann auch abfotografiert, auch beleuchtet, sodass man sich das alles relativ gut vorstellen kann. Und dann, das ist aber auch schlussendlich nicht die schlussendliche Sicherheit, dann glaube ich, ist es auch so, dass man oft auch, oder das mache ich so, dass ich mir dann auch oftmals Ausdrucke mache, die dann irgendwie, also kleine DIN A4-Ausdrucke, die zusammenklebe und dann einfach schaue und dann wird es vielleicht mal 5 cm kleiner oder 5 cm größer, aber das dann irgendwie, man schaut, wie präsent ist das Bild und dann entscheidet man nach Gefühl, würde ich sagen. Aber wenn es einmal dann gemacht ist, dann bleibt das tatsächlich so. Also dann ist es auch so und dann gibt es auch keine Variation mehr davon. Ich glaube, das würde ich für meine Arbeit sagen, dann ist es auch so, dass es für mich unglaubwürdig werden würde, wenn es variieren würde. Dann wäre das so eine Beliebigkeit, in die ja die Fotografie auch manchmal droht abzugleiten. Und ich finde, da muss man irgendwie mit so ein paar strengen Regeln vielleicht dann auch ganz bewusst entgegenwirken. Also für dich ist räumliche Inszenierung von mehreren Bildern zu einer Arbeit ein ganz wichtiger Punkt. Von daher spielt Raum für dich eine große Rolle. Total. Also wirklich auch nicht nur der Raum im Bild, sondern wirklich diese Setzung dann im Ausstellungsraum. Und wirklich auch diese Überlegung, wie begegnet der Betrachter, die Betrachterin dann auch diesem Bild, also auch in Bewegung oder in einem statischen Betrachten. Und ich finde persönlich, dass man das relativ gut in einem Modell schon fassen kann. Ja. Bei dir ist es, du arbeitest auch ab und zu mit Modellen. Immer eigentlich, ja. Aber nur bei Einzelausstellungen. Nö, auch, keine Ahnung, bei jedem Anlass eigentlich. Ja. Ja, ja. Wie funktioniert zum Beispiel die Genese eines Bildes? Läuft das auch mit Modellen und gibt es verschiedene Zustände? Teilweise ja, weil ich zum Beispiel meine Ausstellung für nächstes Jahr in New York vorbereite und das ist ein ziemlich großer Raum und dann habe ich halt Bilder fotografiert und naja, ich habe die Größe in echt ausprobiert und die finde ich gut und dann habe ich die eben jetzt in den Ausstellungsraum gehängt und naja, dann habe ich mal ausprobiert, wie sieht es aus in, keine Ahnung, 3 Meter hoch oder in, das macht schon immer was mit dem Raum, also man kann sich sehr gut auch in so einem Modell mit dem Raum schon beschäftigen und es hat natürlich auch immer so was Skulpturales, so ein Raum. Aber bei dir sind es dann schon eher abgeschlossene Einzelarbeiten, auch wenn sie mehrteilig sein können? Nee, es gibt halt entweder Serien, die dann auch so zusammengehören, wie die, die hier oben hängt, und Einzelbilder, aber ich würde jetzt zum Beispiel keine Serie für sich nur ausstellen, sondern ich würde immer auch verschiedene, also Serien mit Einzelbildern kombinieren und auch verschiedene Genres oder verschiedene
Aspekte. Draußen, drinnen fotografiert. So, dass jetzt eigentlich hier das ein schlechtes Beispiel ist, weil es... Naja, es zeigt halt nur einen kleinen Ausschnitt jetzt meiner Arbeit, der nicht so, nicht der allerwichtigste jetzt für mich ist. So, aber es gibt ja auch noch, glaube ich, immer noch unten 4 Bilder zu sehen, die aber auch irgendwie so zusammenhängen, aber das ist zum Beispiel keine Serie, sondern das sind Einzelbilder, die aber auch als Gruppe funktionieren. Also sprich, der Sammler müsste jetzt eigentlich noch ein paar andere Arbeiten von dir kaufen. Der hatte auch andere, aber die hatte, die wurden nicht aufgehängt. Aber es ist auch völlig okay für mich. Also ist ja eine Gruppenausstellung und... Du hast es gerade schon angesprochen. Wie würdest du unterschiedliche Typen von Arbeiten von dir klassifizieren? Ich habe das vorhin behilfsweise... Da möchte ich lieber nicht so... Das überlasse ich irgendjemand anderen, weil... Also ich rede gerne auch... über alles Mögliche, aber so meine eigene Arbeit klassifizieren oder einordnen oder erklären, das. Aber es gibt Stillleben, also eine Form von Sachfotografie, wo keine Personen drin vorkommen. Dann gibt es Bilder mit Personen, die teilweise Porträtcharakter haben, teilweise dann aber auch nicht. Dem würdest du so zustimmen? Ja, ja, und es gibt auch alle möglichen Bezüge jetzt zu allen Formen von Fotografie, also auch Hobbyfotografie, Sachfotografie, Werbung, Mode. Aber also es gibt natürlich die Beschäftigung mit der Fotografie selbst, aber es ist eine künstlerische Arbeit, die jetzt auch oft zum Glück in Zusammenhang mit allen möglichen anderen Arbeiten jetzt nicht nur Fotografie gezeigt wird oder wahrgenommen. Da war ich eigentlich schon immer sehr froh drüber. Also du würdest, eine rein selbstreferenzielle Fotografie würde dich eigentlich nicht interessieren. Nee. Also die nur Fotogeschichte als Fotogeschichte oder so thematisiert. Es gibt ja solche Positionen. Mich interessiert halt immer so eine Offenheit in egal was. Also, und ich finde auch, es ist schon so, ein Bild funktioniert auch dann meistens, wenn jeder Betrachter seinen eigenen Bezug herstellen kann. Und es muss auch nicht der gleiche sein, sondern... Da gibt es so eine Ebene, die dann halt für so eine Summe von Betrachtern funktioniert. In dem Sinne gibt es auch nicht die eine Interpretation deiner Bilder. Aber es gibt sicher Das ist halt auch oft eine Schwierigkeit, auch gerade bei Fotografie, weil Fotografie halt auch immer so einen Wahrheitsanspruch hat, dass also ganz viel macht es dann auch sauer, dass man es nicht erklären will und vielleicht auch nicht kann oder möchte. Weil es halt immer, Fotografie hat halt immer diesen Bezug zur Realität und deswegen wird noch mehr verlangt, was ist es denn jetzt, erklär mal, was ist es denn? Und man könnte natürlich in einem Satz sagen, okay, das ist die Illustration von dem und dem oder das erzählt die Geschichte, aber das mache ich ganz bewusst nicht. Also ich finde diesen Begriff der Wahrheit der Fotografie ja auch völlig antiquiert, also ich sehe ja keine... Also wenn ich ein Foto sehe, dann hat es genauso, also ein künstlerisches Foto, nur auf der Ebene reden wir, hat es genauso einen Wahrheitsbezug wie jedes andere abstrakte Bild auch. Also zunächst erstmal würde ich sagen, es geht ums Sehen und dass ich dann natürlich noch eine Referenz auf Realität habe, die aber in der Malerei auch da ist. Das ist nochmal ein weiterer Punkt. Gut, aber das ist jetzt meine Sichtweise. Als Theoretiker vielleicht. Nochmal ein Punkt, ein Schlagwort, der auch häufig in der Fotokritik verwendet wird, nämlich klassischerweise die Opposition zwischen dokumentarischer Fotografie auf der einen Seite und inszenierter Fotografie auf der anderen Seite. Wenn ich das auf deine Arbeit anwenden würde, würde ich sagen, ich kann damit nicht viel anfangen, mit dieser Opposition. Wie würdest du das sehen? Denn deine Fotografie ist ja sowohl dokumentarisch wie auch inszeniert, oder? Ja, es gibt halt mehrere Aspekte und das muss ja auch kein Gegensatz sein, oder man muss es ja jetzt nicht auflösen. Also es ist auch oft so, dass ich irgendwas mache, anfange und im Grunde will ich genau das und auch wieder das Gegenteil davon und... Aber ein Bild entsteht über einen längeren Zeitraum. Du machst keine Schnappschüsse und das ist das Bild. Oder gibt es sowas auch? Ganz selten, ja, ganz selten. Ja? Okay. Ich habe jetzt keine Vorstellung, arbeite halt auch sehr statisch, also früher mit der Großbildkamera oder
mit so einem Digitalrückteil ist es halt ein sehr, sehr langsames, statisches Arbeiten. Da kann man auch nicht gut Schnappschüsse machen. Das scheint mir bei dir ganz genauso zu sein. Nee. Also deine Bilder erscheinen mir auch, wenn ich sie ansehe, auf den ersten Blick sehr langsam zu sein, in mehrfacher Hinsicht. Ja. Also sehr langsam als Erfordernis für mich als Betrachter, aber wenn ich mir vorstelle, wie das entstanden ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das extrem lange Prozesse sind. Ja, also es sind klar, es gibt natürlich schon die ganz, ganz wenigen Ausnahmen, in denen es dann doch eine Art Schnappschuss wird. Das ist aber wirklich höchst selten und normalerweise ist es schon allein, was die Technik eben angeht, kaum möglich, einen Schnappschuss zu machen, wenn man ein schweres Stativ hat, eine schwere Kamera, mit der man sich überlegen muss, fahre ich da jetzt mit dem Fahrrad oder mit dem Auto hin. Das ist schon mal ein Problem und dann ist es auch so, dass ich, glaube ich, an sich auch von der Arbeitsweise auch dann Orte aufsuche, die man dann auch mehrmals aufsuchen muss, wo man dann auch Testbilder machen muss und dann kommt es erst eigentlich nach mehrmaligem Ausprobieren und Überlegen, nach Skizzen, dann auch oftmals nach Modifikationen des Raums, kommt es dann eigentlich erst zum tatsächlichen, wirklich fotografischen Arbeiten. Ne? Aber also was auch damit zusammenhängt, was du sagst, also um das nochmal zu klären, es gibt Arbeiten, die entstehen nicht nur im Atelier, sondern es gibt auch vieles, was vor Ort entsteht. Genau. Was ja bei deiner ganz neuen Arbeit jetzt klar ist. Genau, da bin ich nach Italien gereist. Mhm. Ich suche mir dann auch teilweise Orte oder Recherchierorte, die ich dann wirklich aufsuche, mit denen ich mich dann auch länger beschäftige. Genau, und dann ist eigentlich erst der letzte und vielleicht auch kleinste Teil eigentlich dieser Moment, in dem ich das Bild mache. Aber klar, es gibt auch Bilder, die dann im Atelier auf einer kleinen Bühne oder so entstanden sind. Aber eigentlich ist es schon so, dass ich meistens irgendwo hinfahre oder auch, ich habe vor 2 Jahren habe ich an der Uni hier in Stuttgart so physikalische Messgeräte aus dem physikalischen Anfängerpraktikum fotografiert. Da hatte ich dann auch eine Bühne gebaut, bin dann mit der dahin gefahren, habe das alles aufgebaut und plötzlich kam dann eben dieser Assistent, der mir alles hergerichtet hat und gemeint hat, ach, sie hätten ja eigene Bühnen für diese Versuche und hat mir die dann gezeigt und schlussendlich waren die viel, viel besser als meine Bühne, die ich gebaut hatte. Dann habe ich zwar mit der noch fotografiert, weil ich dachte, naja, ich habe sie ja extra mitgebracht, aber schlussendlich habe ich dann den Bühnenaufbau genommen, den die dann schlussendlich auch für ihre Versuche nutzen und das war dann auch das viel bessere Bild. Wie ist es eigentlich, wenn du jetzt das eine Bild beschreibst, die Entstehung des einen Bildes? Ganz entscheidend für meine Wahrnehmung deiner Arbeit ist aber die Konstellation mehrerer Bilder. Mhm. Ergibt die sich, nachdem man das eine gemacht hat oder gibt es von vornherein schon eine Großidee, die sich dann wahrscheinlich, so ähnlich wie Annette das beschrieben hat, aber auch im Verlauf des Prozesses wandelt? Ja, also es ist, glaube ich, ein Gefühl oder eine Intuition, vielleicht auch so ein Bild, das man im Kopf hat, das wiederum eine Bildfolge macht, das aber nicht ganz klar ist und damit geht man an der Arbeit ran, dann entstehen Bilder oder es entsteht ein Bild, dann hat man das, dann überlegt man, was braucht dieses Bild, wie könnte es weitergehen, wie verändert sich dann auch das Bild oder das Gefühl oder die Vorahnung, die man im Kopf hat und dann kommt es schlussendlich dann irgendwie zu einem Auswahlprozess und oftmals sind ja dann in meinen Arbeiten, ich glaube die neue Serie ist so ein bisschen anders mit den Nebelfeldern, aber es sind ja wirklich dann auch ganz unterschiedliche Bilder, die oftmals erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber dann irgendwie doch. Und ich glaube, das ist mir sehr, sehr wichtig, da wirklich über diese Einzelbilder, die sich dann innerhalb der Serie zu einem großen Bild möglicherweise zusammenfügen, damit eigentlich zu arbeiten und da dann eigentlich wieder auf so eine, ich weiß nicht, ich würde es vielleicht auch in Anlehnung an Louis Balls als so eine visuelle Syntax beschreiben, wirklich so ein Sprechen und wirklich so eine Serie als so eine Art Satz bezeichnen, bestehend aus unterschiedlichen Wörtern bzw. Bildern. Ja. Bevor ich das Mikrofon quasi imaginär an Sie reiche, noch eine letzte Frage an dich, vielleicht auch sehr beeinflusst durch das große Ereignis dieses Jahres,
die Documenta, die ja sehr stark auf politische Kunst setzte. Erstaunlicherweise bei dieser Documenta kam relativ wenig Fotografie Stimmt. vor. Allerdings für mein Empfinden auch relativ wenig Malerei. Also Bilder liefen hauptsächlich, es gab eine ganze Menge Bilder, aber dann als bewegte Bilder. Wie würdest du deine Fotografie sehen im Hinblick auf politische Inhalte? Es gibt ja einige Bilder, jetzt die im letzten oder vorletzten Jahr entstanden sind mit Dollarnoten, wo man sofort die Assoziation hat, oh, da ist vielleicht ein Kommentar zur amerikanischen Situation oder so. Ist ja sicher auch nicht auszuschließen von dir, aber wie würdest du sagen, ist deine Haltung, deine künstlerische Haltung mit politischen Inhalten zu verbinden? Oder interessiert dich das überhaupt oder gar nicht? Na, die Dollarnoten, das war noch vor Trump auf jeden Fall. Also, das war, glaube ich, 2014, keine Ahnung, 14, so, ja, ich weiß 14. nicht mehr. Im Prinzip interessiert mich das natürlich total, also eine politische Haltung oder Politik an sich, aber ich versuche das eher so rauszuhalten und klar gibt es immer wieder Aspekte wie, ich habe eben Vitrinen zum Thema Feminismus fotografiert, unter anderem hier auch im Haus der Geschichte Baden-Württembergs und das sagt zwar schon viel aus, dass jetzt Feminismus in einer Vitrine, die dargestellt wird, die 2 Quadratmeter groß ist, aber ich möchte damit jetzt keine politische, also keine plakative Aussage. Ja. Hm. Wie ist es bei dir, Politik und ja. deine Arbeit? Also vielleicht noch kurz ein Wort dann zur Documenta. Ich fand das viel zu sehr, also ich finde, die hatte keinen Zauber. Das war mir viel zu explizit alles. Die hat mich auch überhaupt nicht mitgenommen und hat eigentlich genau das Gegenteil dessen bewirkt, was sie wahrscheinlich wollte. Ich würde das, glaube ich, in Überleitung zu meinen Arbeiten sagen, dass ich das super schwierig finde, zu sagen, man macht politische Kunst, weil das meistens in eine ganz schwierige, eindimensionale Richtung läuft. Ich glaube, es geht eher darum, mit einer Offenheit zu arbeiten, auch so eine Art Raum zu schaffen, der irgendwie ganz anders ist, der überhaupt nicht instrumentell angelegt ist, der eher so ein Machen vielleicht, aber auch so ein Innehalten, vielleicht so eine Stille mit sich bringt und der einen irgendwie ergreift und dann eine Reflexion irgendwie mit sich bringt. Und ich glaube, das muss man viel subtiler machen. Ich glaube, es geht auch ganz viel um Abbildungscodes, um auch Bilder überhaupt zu befragen, die ja auch in der Politik eine ganz wichtige oder eine ganz starke Rolle spielen, weil sich jeder dieser Bilder bedient. Aber es ist, glaube ich, gerade in der Kunst muss es irgendwie eine Metaebene geben. Ich glaube, sonst funktioniert es nicht. Sonst wird es auch so eine Zeigefingerkunst und das finde ich dann irgendwie schwierig. Also auch wenn, oder es wird mir dann auch zu platt, weil ich das Gefühl habe, ich muss gar nicht mehr hier oben das einschalten und mein Auge wird irgendwie nur noch so vollgetrönt. Ja, also wir haben jetzt ganz verschiedene Themen angerissen, sind bei vielen Sachen gar nicht in die Tiefe gegangen. Gerade deshalb könnte ich mir vorstellen, dass von Ihrer Seite aus noch Interesse herrscht, Fragen zu stellen, und nutzen Sie die Gelegenheit, jetzt haben Sie die Künstlerinnen hier. Ja, ich fange direkt mal an. Vorhin ist das Stichwort auch Körperbezug gefallen, als es um die Formate ging. Wir haben beim Aufbau der Sammlung Klein, hatten wir ja auch Kontakt bezüglich der Hängung. Ich fände das ganz schön, wenn Sie dazu auch noch mal was sagen würden, weil Sie ja ursprünglich die Idee hatten, Ihre Fotos tiefer zu hängen als das, was wir als Museumskuratoren so als Standard-Augenhöhe ansehen. Vielleicht können Sie auch dazu was sagen, was da bei Ihnen, Ihnen zentral war an dieser Frage der Hängung, auch der Höhe der Hängung. Ja, normalerweise hänge ich relativ niedrig, aber das hat ja wahrscheinlich auch mit dem Körperbezug zu tun. Nur wenn jetzt alle anderen Arbeiten viel höher gehängt ist, dann, die dann auch relativ dicht nebeneinander sind, dann macht es vielleicht auch nicht so viel.
Aber wenn Sie eine Einzelausstellung haben, dann, dann hänge ich eigentlich immer sehr niedrig. Dass die sehr tief hängen. Und das dachte ich mir jetzt auch, weil dieses Wort Körperbezug eben fiel, dass das möglicherweise auch was damit zu tun hat. Aber es ist immer natürlich besser, dann das hier Ihnen zu überlassen, weil das ist, muss natürlich als Ausstellung funktionieren. Ist ja klar. Ja. Aber wenn Sie eine Einzelausstellung haben, ist es dann sehr stark, dass Sie dann auch die Hängung eben bestimmen, ja, die Höhe der Hängung und da halt dann auch die Vorgaben machen. Das ist mir bislang überhaupt noch nicht aufgefallen, dass du so tief hängst. Tja, aber das so soll es sein. Ja, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, wenn alles tiefer hängt, dann fällt es nicht so auf. Ja. Gut, dann öffne ich gerne ins Publikum, wenn im Publikum noch Fragen sind. Seien Sie mutig. Wir haben bisher immer schön diskutiert, auch nach den Veranstaltungen. Gibt es noch eine Frage an den Moderator, an die Künstlerin? Heute kein. Waren wir erschöpft? Ist Ihnen das Medium zu fremd? Medium nochmal zurückkommen wollte, würde von beiden gerne wissen, inwieweit Sie Ihre Arbeit im Kontext anderer Medien sehen oder wie Sie oder inwieweit die Fotografie, die ja ein wesentlicher Teil der zeitgenössischen Kunst natürlich darstellt, inwieweit das sozusagen man als Raum für sich, als Raum, als eigener Raum wahrgenommen wird oder inwieweit dann eben der Bezug auch gesucht wird in Ausstellungen zu anderen, ganz anderen künstlerischen Medien. Ich glaube, ich würde, also es ist ja so, dass die Fotografie irgendwie immer so ein bisschen raussticht, was ja auch irgendwie historisch natürlich überhaupt mit der Musealisierung von Fotografie zu tun hat oder überhaupt, dass Fotografie eine künstlerische Form ist. Und dann würde ich aber sagen, dass es natürlich zusammengeht und auch, ich wahrscheinlich ist es auch bei dir so, oder ich habe auch ja im Studium eigentlich auch fast viel mehr Kontakt zu anderen künstlerischen Ausdrucksformen gehabt. Also ich habe bei zwei Bildhauern studiert in der Grundklasse, bei einem Zeichner bzw. Maler, und eigentlich ist für mich auch dieser Austausch mit diesen anderen Medien oder mit anderen Ausdrucksformen total wichtig. Ich glaube, ich könnte gar kein Bild machen, wenn das nicht da wäre, und deswegen sehe ich das auch im musealen Raum immer als eine total wichtige Interaktion an. Ja, für mich ist der Zusammenhang auch immer total wichtig. Also ich glaube, für mich war halt Minimal Art und Konzeptkunst sehr wichtig, und Fotografie hat mich dann eigentlich erst später interessiert, also die Geschichte der Fotografie. Und ich, das glaube ich auch das Gleiche, was du gesagt hast, dass es eben durch diese Musealisierung, die jetzt in Deutschland auch wahrscheinlich Mitte der 90er stattgefunden hat, ist ja auch noch nicht so lange her, dass eben dann Fotografie immer so in Ausstellungen zeigt wird. Man würde selten jetzt Skulptur oder Malerei nur in einer Ausstellung zeigen. Das war ja auch so eine Art Strategie, um die Fotografie dann weiterzubringen, wie zum Beispiel im Sprengel-Museum How Do You Look At It, war eine ganz wichtige Ausstellung, die war 2000, glaube ich. Die war 2000. Also für mich war, ich glaube, 92 eine ganz wichtige Ausstellung, Edward Hopper und die Fotografie. Da habe ich das erste Mal gesehen, wie Fotografie mit Malerei sinnvoll kombiniert werden kann und auch mit fotografischen Positionen, amerikanischen. Da waren Misurek, Shaw, Eggleston dabei, die ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte. Und das fand ich total aufregend. Und ich würde ja immer dafür plädieren, zu mischen. Ich finde so diese reinen eingezäunten Höfe für jedes Medium finde ich eigentlich ein bisschen langweilig. Als Museumsmann muss ich aber schon auch einwenden, es ist nicht so ganz einfach, das zu tun, weil Fotografie ist extrem empfindlich. Wir haben jetzt seit einem Jahr, du kennst sie ja, eine Fotorestauratorin, da wird man als Kurator auch wahnsinnig sensibilisiert dann für die Problematik der Präsentation von Fotografie, und dann gibt es wahnsinnige Lux-Zahlen und Dauer, wie lange man was zeigen darf. Aber ich finde es schon wahnsinnig interessant, wenn man
ja, Bilder unterschiedlicher Herkunft miteinander vergleichend betrachtet. Also das nur so in eine Gattung reinzusperren, finde ich mit zunehmendem Maße langweilig. Was ist denn Ihr Antrieb hinter dem Ganzen? Was ist die Motivation? Die Freude an der Arbeit, würde ich sagen, also in meinem Fall. Bilder zu sehen. Ich glaube tatsächlich, dass es tatsächlich Dinge gibt, von denen man gerne ein Bild sehen will. Es ist irgendwie total banal, aber man möchte die als Bild sehen und deswegen macht man ein Bild. Und bei manchen merkt man, dass die dann nicht so toll aussehen und bei manchen fällt man fast um, weil die so schön sind. Also, oder so interessant vielleicht. Also es geht ja nicht nur um Schönheit. Mir spielt spontan ein, es gibt einen wahnsinnig schönen Titel von Polke, Leidenschaft ist unser Antrieb. Den könnte ich so unterschreiben. Oder höhere Wesen befallen, obere Ecke, Schwarzmarkt. Ja. Ja, ein bisschen Humor in der Kunst kann auch manchmal nicht schaden. Ja. Schwieriges Thema, Humor in der Kunst. Ja, habe ich gemerkt, mit der frischen Kur. Ja. Ja, weitere Fragen. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Trauen Sie sich. Was bedeutet für Sie, so Sammler wie das Ehepaar Klein? Und ja, was bedeutet das für Sie, für Ihre Entwicklung? Und ja. Und wie fühlen Sie sich hier in dieser ja schon besonderen Ausstellung? Ja, Sammler sind natürlich sehr wichtig, weil ansonsten könnte man nicht davon leben und den ganzen Tag das machen, was man möchte. Daher ist es natürlich eine großartige Unterstützung und Anerkennung. Und ich freue mich sehr, dass ich hier in der Ausstellung vertreten bin. Naja, das... Ich glaube, ich würde es ähnlich sagen. Also ich glaube, klar wäre das natürlich am tollsten. Wir können alle nur von Luft leben und man bräuchte vielleicht gar keine Sammler oder was auch immer. Aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, Sammler zu haben, weil es auch natürlich immer ein interessanter Diskurs ist. Es gibt Reibungen, auch mit musealen Räumen natürlich. Ja. Aber es gibt auch ganz unterschiedliche Beziehungen. Es gibt Sammler, die sind praktisch wie so Verwandte von mir oder so. Und es gibt Sammler, mit denen habe ich gar nichts. Die kennt man gar nicht. Zu tun. Und das finde ich aber beides gut. Also ich bin auch sehr gut, dass die Galerie so dazwischen steht, dass man nicht jetzt mit jedem Sammler persönlich in Kontakt tritt. Das ja, es geht mir ähnlich. Aber du sagst, es gibt manche, die sind so wie Verwandte für dich. Also da gibt es auch einen richtigen inhaltlichen Austausch. Ja, ja, das auch. Und, ja. Fragen die, also kannst du mir irgendwie, wie findest du die und die Position? Oder kommt sowas gar nicht zustande? Doch, man unterhält sich halt über alles Mögliche. Aber auch da gibt es eben so eine Übereinstimmung im Denken vielleicht über Kunst oder über die Welt. Du bist ja auch schon in einigen Sammlungen vertreten, wie ich gesehen habe. Ja, also manche Sammler, die kenne ich eben gar nicht und das war dann für mich auch so, dass ich dann ganz froh war, dass dann diese Verkäufe über die Galerie liefen und ich da dann gar nichts auch mit diesen Geldsachen zu tun hatte. Aber dann ist es eben so, dass es auch welche gibt, die sich total interessieren, die dann auch wirklich ganz stark auch im Kontakt sein wollen, die dann auch zeigen, wo das Bild hängt, die dann die Wand speziell präparieren lassen. Da war ich vor kurzem bei einem Sammler, der hat sich dann die Wand irgendwie mit einer speziellen verputzen lassen, mit einer speziellen Farbe versehen lassen, hat dann spezielle Lampen angebracht und das ist dann schon interessant auch zu sehen und dann auch, wie die dann, also was dann mit dem Bild irgendwie passiert. Verschwindet es in dem Depot oder wird es aufgehängt und wie ist dann auch der Diskurs, was macht es dann auch mit den Sammlern und das fand ich eigentlich auch immer sehr positiv und auch sehr, sehr schön dann.
bei denen ich es mitbekommen habe. Mhm. Von mir aus die Frage, hat der Sammler hier auch bei der Hängung beratend mitgewirkt oder wünschend? Nein. Also solche Leute liebe ich natürlich, die einen machen. Nein, selber aber das war so auch ein bisschen unser Wunsch natürlich von Museumsseite, dass wir hier nicht das Museum jetzt quasi an einen Privatsammler übergeben, vermieten, wie auch immer, und sagen, er hat hier carte blanche, sondern dass wir sagen, wir als Museumskuratoren werfen jetzt nochmal einen eigenen Blick auf diese Sammlung. Und darauf hat er sich eingelassen, war natürlich auch ganz aufgeregt und ganz neugierig, und wir haben wirklich ein eigenes Ding daraus gemacht. Mhm. Noch Fragen aus dem Publikum? Wenn dem nicht so ist, würde ich Sie sehr gerne noch hinweisen auf unsere letzte Veranstaltung im Rahmen der Künstlergespräche, und zwar in 14 Tagen. Wir haben ja begonnen mit den sehr stark vertretenen Positionen innerhalb der Sammlung, nämlich der Malerei. Wir hatten ein Einzelgespräch mit Sean Scully, mit Karin Kneffel und jetzt abschließend mit Markus Oehlen. Martin Prinzhorn aus Wien wird dieses Gespräch moderieren. Markus Oehlen, der Bruder von Albert Oehlen, der meines Erachtens immer etwas zu Unrecht in dem Schatten seines Bruders steht. Die Sammlung Klein besitzt sehr, sehr viele Arbeiten von Markus Oehlen, und ich freue mich deshalb besonders, dass er zugesagt hat, hier in 14 Tagen dieses Gespräch zu führen. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken bei den beiden Künstlerinnen, an Katrin Müller, bei Annette Kelm und vor allem bei dir, lieber Stefan Gurnard, dass du die Moderation geführt hast und extra aus Hannover angereist bist. Ganz herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie heute hier waren, und Ihnen allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Applaus